Bushido.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der Realität. Diesmal ausnahmsweise nicht in der virtuellen Realität. Wir sind am Flughafen Frankfurt-Hahn. Und alle, die jetzt schon mit einer VR-Brille gucken, die können sich jetzt mal umschauen. Alle anderen, die das am PC gucken, die können das Video mit der Maus bewegen. Und die, die ein Handy haben, die können das einfach dann so hin und her wischen. So. Also das ist halt ein 360-Grad-Video. Und wenn ihr mal da hinten hinguckt, da ist schon unsere Maschine, die geht nach Lissabon, ganz genau. Wir fliegen zu den Portugiesen. Mal gucken, ob wir das überleben. Nee, also wir fahren ihre Familie besuchen und da machen wir natürlich mal ein kleines Video, damit ihr mal einen Einblick kriegt, wie das da auch in Portugal abgeht, also jetzt außerhalb von den Touristenregionen. Das ist nämlich sehr interessant, weil die Portugiesen, die hausen nämlich ein bisschen anders als wir. Ne? Die, Ach, so schlimm ist das gar nicht. Ja, die leben da teilweise mit Ziegen in der Küche und sowas. Werdet ihr auch noch sehen. James Bond. Also wir fahren dann auch ihre Family besuchen. Und dann, James Bond dann, ist eine Ziege, ne? Sie erzählte. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber erstmal fliegen wir jetzt nach Lissabon und bleiben da eine Nacht und schauen uns da. Wir essen natürlich viel. Also die Portugiesen essen ja viel. Die essen den ganzen Tag. Und das machen wir natürlich dann auch, ne? Wir gehen dann mal, ich weiß nicht, was Fisch ziehen sie sich da ja viel rein und Bacalhau, Kabeljau. Bacalhau ist ja Fisch. Ist ja. Ja. Und das werden wir uns alles reinlöten und vielleicht werden da auch ein paar lustige Sachen passieren. Ich weiß nicht. Wir haben nämlich ein Auto gemietet, das ist schon mal der erste Kracher. Wir sind 6 Tage da und wir haben ein Auto gemietet und für die 6 Tage inklusive Versicherung kostet das Auto 12,29 Euro. 12,29 Euro für 6 Tage. Also entweder war das ein Preisfehler oder wir kriegen jetzt ein Familie Feuerstein-Auto, wo wir halt unten mit den Füßen selber treten müssen. Toll, jetzt gibt es Copyright-Probleme, weil du Flintstones singst. Auf jeden Fall, da hinten ist unser Gate, da, wo die Leute gerade da vorne reingehen. Und also das ist Flughafen Frankfurt-Hahn und das ist so klein hier. Wir haben 7 Gates und ich glaube, hier fliegen nur 10 Flugzeuge am Tag lang. Das ist ziemlich erbärmlich. Und es gibt nur Ryanair. Guck hier, da ist ein Ryanair, da ist nur Ryanair. Also richtig Plastikbombe. Gute Flugzeuge, richtig stabil. Genau, aber wir haben Priority Boarding, das heißt, wir können als Erste rein. Weil du musst nämlich mittlerweile auch für Handgepäck zahlen bei Ryanair. So sieht es nämlich aus. Unfassbar, oder? Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Mochaccino und einen Cappuccino. Den löten wir uns jetzt jeweils rein. Und dann gehen wir mal in die Maschine und dann, ich glaube, der Flug ist 2,5 Stunden oder was, ne? Ja, Zeit zum Schlafen. Zeit zum Schlafen. Gleich ein. Und dann holen wir unsere komische Karre dann ab. Und wir haben noch kein Hotel gebucht. Das heißt, wir müssen leider unter der Brücke schlafen. Aber das macht ja erstmal nichts, ne? Ja, dann steigen wir mal ein, ne? Würde ich sagen. Da ist unsere Karre. Und wir müssen hinten rein. So Leute, wir sind jetzt angekommen. Wir sitzen ganz hinten. Wir sitzen in der letzten Reihe. Und wir haben einen ganz fiesen Plastikbomber. Mal guckt euch mal meine Knie hier unten an. Die kommen schon hier unten gegen. Also du hast überhaupt keine Beinfreiheit. Das ist richtig krass. Und du hast noch nicht mal hier unten ein Fach, wo du irgendwas reintun kannst. Also es ist schon zum echt ein bisschen übel. Aber dafür haben wir auch nur 65 Euro hin und zurück bezahlt. Ne? So, wir sind angekommen. Wir sind schon relativ tief. Und das Wetter ist ganz fies hier. Und nasse Landebahn. Das heißt doppelter Bremsweg. Aber so hier drunter. Juhu! Guck dir das an. Und jetzt, wie Sie sehen, sehen Sie nichts mehr. So Leute, wir sind angekommen. Das Wetter ist ganz furchtbar. Wir sind schon gerade mit unserer Karre durch die halbe Stadt gefahren. Und jetzt gibt es eine portugiesische Spezialität. Oder besser gesagt, speziell aus Lissabon sind diese Dinger hier. Und zwar heißen die... Die kommen aus Belém, also dieser Ort hier in Lissabon heißt Belém und... So heißen die. Genau, und so sehen die aus und die
echt naht. Ja, und das hier sind die Original und die sind warm und schön knusprig. Und da tut man jetzt hier so Zimt drauf, Zimt und Puderzucker. Und dann schrauben wir uns das mal rein. So, jetzt sind wir in unserem Hotelzimmer angekommen, mitten in der Innenstadt von Lissabon. Und das war absolutes Chaos, hier hinzufinden. Mit dem Auto ist es ganz furchtbar. Du musst die ganze Zeit Berge anfahren, dann hast du Stau, war übelstes Unwetter und. Und jetzt, guck mal, hier ist unser Badezimmer. Guck mal, hier sogar mit, guck mal, hier 4-Sterne-Hotel. Geil. Einfach mal so. Und jetzt gehen wir mal weiter. Guck mal hier. Das ist geil, oder? Riesenbett hier. Und wir können ja mal aus dem Fenster gucken. Ich weiß nicht, ob da die Sicht schön ist. Nee, ist nicht schön. Oh, doch, ist. Guck mal. Was ist das? Da kannst du auf die Burg gucken. Da oben. Guck mal. Das ist das mit diesem komischen Bauchzug. Wow, guck mal, die View. Wo? Guck mal. Wow. Jetzt sind wir hier an der Rooftop-Bar. Aber es regnet leider. Guck mal. Alter, geil. Boah, was zur Hölle? Ich hau mich weg. Das ist ja Wahnsinn. Geil. Das ist unser Hotel, Leute. Ich glaube, wir haben was Feines gebucht, oder? Was sagt ihr? Boah. So, wir sind jetzt auf einem portugiesischen Markt, das ist direkt neben unserem Hotel quasi. Und da kannst du jetzt so Tapas, da kannst du Fleisch, oh, das sieht richtig lecker aus. Guck mal, die braten das da hinten. Das sieht richtig lecker aus. Da gibt es Fisch. Wir gehen mal gucken. Es ist so laut hier, sorry. Guck mal. Der Hammer. Wow. Das ist doch mal lecker. Könnte ich mich reinlegen. Jetzt sind wir hier auf einer Einkaufsstraße. Auch mitten in der Stadt von Lissabon. Und hier gibt es Maronen oder Kastanjes, wie die das hier nennen. Und hier haben wir uns natürlich jetzt mal eine reingezogen. Also halt Esskastanien, ne? Und die schmecken natürlich richtig geil. Und ja, es ist zwar Saumwetter hier die ganze Zeit, aber es ist trotzdem total cool. Die Leute gehen hier halt mit dem Regenschirm. Wir haben natürlich keinen Regenschirm, weil wir ihn vergessen haben. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder immer noch in Lissabon und diesmal ist schönes Wetter. Gestern war die ganze Stadt überflutet. Die Autos waren teilweise bis zur Hälfte im Wasser und jetzt ist alles wieder, als wenn nichts passiert wäre. Und ja, wir haben jetzt schon gefrühstückt im Hotel und wir waren schon im Hard Rock Café, haben mir ein schönes T-Shirt gekauft. Guck mal, hier sieht es auch schön aus, hier ist schon wieder reges Treiben. Und jetzt fahren wir nach Abrantes, das ist mitten in der Mitte von Portugal quasi. Ich mag ja diese kleinen Läden. Oh nein, ich finde einen Laden. So, wir sind in einem unfassbar großen Einkaufszentrum. Colombo heißt das. Und ja, hier sind so einige Stores, würde ich sagen. Wir haben ja 1, 2, 3 Etagen mit. Das ist aber gar nichts, weil. Mit noch mehr. Dann gibt es noch so eine Kuppel auf der anderen Seite und dann geht es dann nochmal 20. Das ist wirklich riesig hier. Guckt euch das mal an. Wir sind jetzt im Kontinente und das ist halt der bekannte Bacalhau hier. So wird der, also Kabeljau halt, ne? Und so wird der hier einfach gelagert. Also das ist Salz, ne? Ist das? Ja. Und der wird halt hier so trocken in Lappen gelagert, was aber natürlich auch bewirkt, dass der ganze Laden nach Fisch stinkt. Also der ganze Laden stinkt halt jetzt hier nach Fisch. Aber das ist halt so hier. Ne? Aber das Zeug schmeckt richtig geil. Da kannst du verschiedene Gerichte draus machen. Und die werden wir natürlich auch alle ausprobieren. Also das ist schon wirklich ziemlich abgefahren. Und so viel halt, ne? Ich finde es dann direkt vorbereitet.
Genau, da, da vorne können sie es fertig machen. Die schneiden das in so kleine Stücke. Guck mal, wie viele das sind, wie viele das sind. Unglaublich. Willkommen auf der Fressmeile. Hier kann man jetzt mal ganz schön in 360 Grad rumschauen, was es hier alles gibt. Das ist schon echt krass. Was ist das da hinten? Steak, La Parrilla, weiß der Geier. Asien-Food, Pasta. Home of the... Ja, ja, den Whopper kennen wir ja schon. So, Leute, guck mal, was man da gegenüber sieht. Wir wissen noch nicht so genau, ob wir überhaupt da jetzt hinkommen können oder so, weil hier ist echt die Hölle los. Aber man sieht da, das ist schon sehr gut, das Stadion von Benfica. Wenn ihr das nicht kennt, also Benfica ist quasi so das Bayern München von Portugal, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also eine der besten oder die beste Mannschaft aus Portugal. Und ja, das ist deren Stadion. Das ist schon echt sehr, sehr groß. Bacalhau à Brás. Und zwar gibt es jetzt hier den Fisch und da, das sind so Kartoffelstifte quasi. Und das ist so ein Hauptgericht von den Portugiesen, richtig? Und danach gibt es, wie nennt man das hier? Castanhas. Bei uns heißen die Maronen und die haben wir auch schon in Lissabon gegessen. Und die gibt es dann als Nachtisch. Also ihr merkt schon. Aber und das und, Ding ist, ach nee, es ist weg. Und dann, na, das ist kaputt. Ach, normalerweise macht man das hier mit so einem... das ist sowas wie ein Ofen. So ein Ofen, genau. Der ist aber, da ist die Sicherung rausgeflogen, als wir den gerade benutzt hatten. Und da gibt es auch noch Kuchen. Also ihr müsst nicht meinen, dass es nach dem zweiten Gang schon zu Ende ist. Es gibt immer richtig viel zu essen. Und wir sind... Ja, weil wenn du dann wieder die Verwandtschaft triffst, dann bist du direkt immer überall eingeladen. Also wir werden hier sicherlich nicht verhungern, das kann ich euch schon sagen. Guck mal, da kommt auch schon wieder portugiesisches Fernsehen. Die machen da gerade Wer wird Millionär oder so. So, und jetzt guck mal hier. So wird das jetzt gemacht. Krass. Und da, ich sage euch, Leute, das ist lecker. Das schmeckt richtig geil. Wenn ihr mal in Portugal seid, dann müsst ihr unbedingt das mal ausprobieren. So, wir sind mal jetzt hier eine Runde durch Portugal gefahren. Wir sind in Sertã. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist, aber trotzdem sind wir da. Und das ist voll schön hier. Guck mal, hier ist schön die Brücke, Wasserfall. Und wir sind auf der Suche nach was zu essen. Und die Portugiesen haben alle jetzt Ferien. Das heißt, wir kriegen nichts zu essen. So, wir sind jetzt doch noch hier angekommen im Restaurant und haben was zu essen bekommen. Und ja, das sieht sehr portugiesisch aus und die Dame sagt jetzt mal, wie das heißt. Ich weiß es nämlich nicht. Das da sind Merengues und das da ist ein Buschu. Ein Busch. Also die sind ziemlich ähnlich und das ist halt so was Traditionelles, was man hier im Ort isst. Genau, dazu Kohl und Pommes. Ich denke mal, das sieht gut aus und das werden wir uns... Das will ich hoffen. Ah, wir schrauben uns das jetzt mal rein. So, Leute, jetzt sind wir hier mitten in der Walachei, aber...
Das hier ist ein wichtiger Punkt, denn das hier, wo wir jetzt sind, ist die Mitte von Portugal. So sieht es nämlich aus. Der Punkt da, den ihr da seht, diese weiße Pyramide, das ist genau der zentrale Mittelpunkt von Portugal. Und jetzt gehen wir mal da hoch und ziehen uns mal rein, wie das hier aussieht. Guck mal, wie weit man hier gucken kann. Guck mal da. Geil, oder? Die Sonne blendet jetzt ein bisschen. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm im Video ist. Müssen wir mal gucken. So. Guckt euch mal die Aussicht hier an. Alter. Boah. Wahnsinn. Das ist geil, oder? So, die Dame sagt, wir sollen jetzt hier diesen Weg runtergehen. Dann machen wir das doch mal. Sieht zwar ein bisschen gefährlich aus, aber macht ja nichts. Ich breche mir hier noch die Füße, ey. Ohne Scheiß. Nicht gut. Jetzt. Ich bin zu alt für sowas. Geil. Was geht denn hier ab? Ja, haben das früher gekriegt. Krass. Wir haben die Sardinen mit einer hier Strandbar runtergenommen. Und irgendwo hier war auch so ein Grillgedöns. Dann haben wir da immer schön die Sardinen gekriegt. Tatsächlich, hier kannst du wirklich abhängen. Hier hast du ein super View. Hier, da kannst du überall sitzen. Das ist ja cool. Wer hat denn das gemacht? So, Leute, jetzt sind wir in einem wirklich sehr kleinen Dörfchen. São Domingos heißt das. Und hier, willkommen in der Wildnis. Das ist richtig abgefahren. Erstmal wurden wir von den zwei Hunden hier begrüßt. Ja, und es ist hier wirklich sehr, sehr... Ja, wie soll ich sagen, abenteuerlich, sage ich jetzt mal. Guck mal, hier sind überall so Olivenbäume. Keine Ahnung, was das da vorne ist. Da hinten sind ganz viele Feigenbäume. Ne? Hallo? Alles fit? Guck mal, jetzt kommt der andere schon wieder. Hier sind Weintrauben. Krass. Guck dir das mal an. Und da, das ist die Hütte, wo wir jetzt gleich reingehen. Weiß ich aber nicht, ob ich euch da mitnehmen darf. Ich glaube eher nicht. Aber das ist natürlich sehr, sehr abgefahren. Das hier ist ein Zitronenbaum. Also ja, ihr seht hier, guck mal, die ganzen Oliven. Können wir hier mal ein bisschen näher rangehen? Die sind allerdings noch nicht so ganz reif. Ja, für uns Touris ist das natürlich hier echt abgefahren, weil sowas kriegt... Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Der kommt da einfach angerannt. Ja, schwarze Oliven wären das hier. Guck, da sieht man auch ganz viele oben. Schwarze Oliven. Was ich sagen wollte, als Tourist siehst du hier sowas natürlich normalerweise nicht. Und deswegen bin ich natürlich froh, dass wir hier sowas mal sehen können. Oh, das sind Feigen, das sind Feigen. Oh... Guck mal! Geil! Guck mal! Ah, die sind noch nicht reif, scheiße! Die sind noch nicht reif! Ja, das ist, weil das Wetter so kacke war. Nein! Die sind noch schon reif, oder? Nee, die sind noch nicht reif. Die müssen noch relativ weich sein. Hier schon geplatzt. Oder hier die vielleicht? Die sind fertig. Ich könnte mal die hier versuchen. Die ist sogar schon hier offen. Ist noch ein Tier drin, muss ich mal kurz rauspusten. Ich beiß mal rein. Ist noch nicht reif. Schade, weil da habe ich mir immer den Bauch vollgeschlagen. Da habe ich mir den ganzen Baum leer gegessen. Und das ist, glaube ich, ein Eukalyptus, ne? Der da. Geht mal gucken.
Es könnte ein Eukalyptusbaum sein. Ich mach mal gerade ein. Ja, das ist definitiv ein Eukalyptusbaum. Geil. Das riecht so minzig, so würzig. Pinien. Guck mal hier. Auch sehr krass. Aber ich merke es leider, es wird jetzt sehr dunkel. Also ihr seht wahrscheinlich auch nicht mehr so viel in dem Video jetzt hier. Aber es ist halt nur mal im November so, ne, dass die Sonne früh untergeht. Da machst du nichts. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind, aber es ist, wie heißt das hier? Versalbus-Kombusch. Ah ja. Auf jeden Fall ist das hier noch krass. Hier kommen irgendwelche Hunde, die habe ich fast gerade überfahren. Und jetzt gehen wir mal hier. Guck mal, hier sieht das alles ganz krass aus. Ich glaube, die pflanzen hier noch alles selber an. Sehr, sehr abgefahren. Hier ist ein Kürbis. Guck mal hier. Ah, das ist dieser Kohl, den die immer machen, ne? Da ist ein komischer Kürbis, der sieht aus wie, ja. Oh, na, jetzt gehen wir da mal Besuch abstatten. So, guck mal, wo wir jetzt sind. Wieder mitten in der Natur, in einem wunderschönen Park. Mitten in der Stadt eigentlich. Wobei, ne, ist gar nicht mitten in der Stadt, ne? Ist ein bisschen außerhalb hier. Ein bisschen außerhalb, aber... Hier kann man schon schön abchillen. Da oben kannst du Kaffee trinken. Guck mal, da vorne sind Entchen. Oder man kann auch selber grillen. Das sind grillen kannst du. Ah, ja, die haben schon chillig hier auf jeden Fall. Und wir haben hier, ich glaube, wenn ich mal am Handy gucke, sind glaube ich 21 Grad. 21 Grad und wir haben jetzt gerade den 15. November. Also ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so warm ist gerade, keine Ahnung. Aber mit T-Shirt, ich könnte ja auch eigentlich fast in kurzer Hose rumlaufen. Guck mal, wir sind hier mitten in der Pampa und der Baum, neben dem ich hier gerade stehe, das ist eine Korkeiche. Ja, da werden tatsächlich die ganzen Sachen aus Kork gemacht. Ich habe da mal so ein bisschen rumgefummelt. Guck mal, das ist auch wirklich dann so weich, ne, wie wir das von dem Kork kennen. Und die Bäume, die werden hier dann immer, da wird die Rinde abgemacht. Und zwar immer ungefähr so bis auf die Höhe. Und der Rest wird so gelassen. Warum, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Müsste ich mal gucken. Aber hier der untere Teil, der wird immer benutzt und dann abgeschabt. Und dann wird er ein paar Jahre wieder in Ruhe gelassen. Und dann wächst das nach. Und dann kann man das wieder abmachen. Und da werden halt diese Korksachen draus gemacht. Sehr krass. Die portugiesische Korkeiche. Mitten im Busch. Nee, die sind schon. Das sind noch nicht alle Bäume, die sowas haben. Die sind gammelig. So viel, das ist so. Wir können ja mal an einem rütteln, dann fällt er runter. Dann rüttel mal, ich will gucken, wie auf deinem Kopf. Ich bin ja jede Sektion spielen. Nee, die kommen nicht runter. Guck mal, wo wir jetzt sind. Das ist der Tejo. Das ist ein sehr großer Fluss. Und der fließt durch komplett Portugal. Also von der, was heißt Küste? Von der Grenze zu Spanien. Also quasi im Osten bis in den Westen nach Lissabon fließt der. Und halt hier auch durch Abrantes. Hier ist echt nicht viel los um die Jahreszeit, ne? Da geht einer mit dem Hund spazieren, das war es aber auch schon. Unfassbar. Hier kannst du wirklich deine Ruhe genießen. Und das bei, ich glaube, wir haben jetzt 20 bis 22 Grad immer noch. Völlig in Ordnung die Temperatur. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Geil. Ja, das ist jetzt hier unser letzter Abend in Abrantes zumindest. Und nachher geht es dann wieder nach Lissabon. So, wir sind wieder in Lissabon angekommen und sind jetzt direkt in einem Hotel am Meer für unseren letzten Tag oder beziehungsweise unsere letzte Nacht. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Schau mal hier. Hier haben wir eine Küche. Und hier ist unser Wohnzimmer ohne Fernseher. Fernseher gibt es nur im Schlafzimmer, glaube ich. So, jetzt gehen wir mal weiter.
Hier haben wir noch einen Kleiderschrank mit Safe und so. Und hier, ja, unser Badezimmer. Hier, die Portugiesen haben immer dieses komische Ding hier. Wie heißt das nochmal? Bidet. Bidet, ja genau. Wo die sich dann die Kacke vom Arsch sprühen. Ich finde das, also ich persönlich finde das so ekelhaft. Aber gut, das muss ja jeder. Also ich putze mir den Arsch lieber mit vernünftigem Klopapier ab. So, und das ist unser Schlafzimmer. Das ist auch cool, oder? Schön groß, schön fettes Bett. Haben wir hier den Fernseher, der irgendwie sehr tief hängt, aber den kann man hoch und runter, glaube ich. Nee, kann man nicht. So, und da gehen wir jetzt gleich mal nochmal raus. Also leider ist jetzt die Sprinkelanlage angegangen. Natürlich genau dann, als ich ein Video machen wollte, ist ja klar. Aber wir können zumindest mal hier ein bisschen rausgehen. Ich weiß nicht, ob man mit der Kamera hier irgendwas sieht noch. Aber ja, hier unten ist jetzt halt eine Sprinkelanlage. Normalerweise, wir waren gerade bis da vorne. Wenn ihr die Mauer da vorne seht, da hinten dran ist direkt ein Pool. Und da hinten dran ist direkt das Meer. Also wir haben das Schwarze, was ihr da hinten seht, ist quasi das Meer schon. Und das ist wirklich sehr, sehr abgefahren hier. Also das ist schon ein sehr, sehr schickes Hotel hier. Und es war nicht teuer. Also wir haben jetzt 58,50 bezahlt für die Nacht. Und da kann man nur wirklich nicht meckern, oder? Also für so ein Hotel hier in Lissabon, das ist schon eine geile Nummer. Ja, und da lassen wir uns jetzt mal gut gehen. Wir gammeln jetzt hier noch schön ab, weil morgen müssen wir natürlich wieder früh aufstehen, weil dann geht auch der Flug leider schon. So schnell geht's vorbei. So, und jetzt sind wir leider wieder zu Hause. Wir hatten einen relativ ruhigen Rückflug von Lissabon und sind jetzt wieder ja, in Deutschland. Und es ist saukalt hier. Wir hatten, als wir gelandet sind, waren es glaube ich irgendwie 4 Grad oder so. Und wenn man hier vorne mal guckt, hier ist auch schon ein bisschen Bodenfrost da vorne, wenn man das erkennen kann. Ja, und das war unser Trip nach Portugal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt ein bisschen so die Einblicke in die vielleicht nicht so krassen Touristengebiete von Portugal mal erhalten, wie die Leute da wohnen und so. Und wenn ja, wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir mal einen Daumen nach oben und abonniert mich. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen über Patreon oder einfach über mein Merchandise. Könnt ihr ja unter dem Video sehen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Bude.de